Herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming mit einem weiteren Kapitel von der XXL Farm. Und zwar als Farm Manager wollen wir beweisen, dass es auch auf einer großen Karte möglich ist, als Singleplayer zu spielen. Und ja, einfach schauen, wie es so ist, wenn man mal mit großem Equipment arbeiten kann. Im letzten Kapitel haben wir das Feld 300, welches noch fertig zu ernten war. Aus dem ersten Livestream heraus haben wir fertig geerntet, also Feld 300 ist komplett abgeerntet worden. Dann haben wir auch das CP1 Feld von Gras befreit, das heißt, wir haben einiges schon ins Bunkersilo reingemacht und wir haben jetzt auch schon 895.158.000 Liter an Weizen im Silo und wir haben auch die Hühner komplett gefüttert, die sind komplett voll. Jetzt müssen wir dann Acht geben, dass wir die Schafe wieder noch ein bisschen mehr füttern können. Die Heuproduktion sollte eigentlich laufen und daher würde ich sagen, haben wir für den Nachmittag auf jeden Fall einiges vorgenommen. Und zwar hat uns Leroy Wilson gebeten, das Feld 290 von Raps zu befreien und das entsprechend zu ernten. Da dies das Nachbarfeld ist und daher nicht viel weitere Fahrtwege entstehen, haben wir uns natürlich bereit erklärt, dies zu machen. Er meinte, dass der Ertrag aus dem Feld hier oben zu der Spinnerei gebracht werden soll. Das ist hier oben die Spinnery. Ja, das werden wir dann auf jeden Fall versuchen, ob wir das hinkriegen, heute dieses Feld fertig zu ernten. Wir werden auch das Feld 300 komplett bekalken und wir werden auch das Grasfeld CP2 komplett auch von Gras befreien. Das heißt, ich kann die Arbeiter jetzt dann losschicken und dann geht es in die zweite Runde. Ich hoffe, dass wir es fertig kriegen, das komplette Feld heute noch zu ernten, auch wenn es ein bisschen später wird. Und eben schon, wie gesagt, das Feld 300 komplett zu bekalken und das Feld CP2 von Gras zu befreien. Wir haben noch keinen Düngerstreuer. Jetzt habe ich mir Folgendes überlegt gehabt. Dieser geht als Abfahrer auf das Rapsfeld. Dieser geht als Zulieferer auf das Kalkfeld 300. Diese beiden werden Abfahrer vom Grasfeld Nummer 2. Dieser hilft auch als Transporteur für das Erntegut Raps hin zur Spinnerei. Die werden natürlich dann beide auf Feld 290 eingesetzt. Dann haben wir hier, der ist klar, der geht aufs Feld Nummer, aufs Grasfeld Nummer 2. Und der LKW wird natürlich auch mithelfen, das Raps in die Spinnerei zu fahren. Das heißt, wir haben einen Traktor zu wenig und natürlich auch den Kalkstreuer müssen wir natürlich entsprechend noch besorgen. Da ich jetzt hinausblicke ein bisschen und gucke, welche Traktoren wir in Zukunft noch brauchen werden, brauchen wir auf jeden Fall einen riesengroßen Traktor mit ganz, ganz viel PS, also mit 600 PS aufwärts. Das ist etwas, was wir auf jeden Fall brauchen werden, um natürlich dann auch das Burgo-Pack entsprechend nutzen zu können. Hier, das braucht also 600 PS. Der muss auch gezogen werden. Das ist auf jeden Fall eine Anschaffung, die noch kommen wird. Wir haben noch knappe 4 Millionen, also wir müssen ein bisschen achtsam sein. Wir würden jetzt gucken, welchen Traktor wir nehmen werden. Wir haben jetzt schon einiges an verschiedenen Marken da. Ich würde gerne einen Versa-Teil mit da reinnehmen. Machen wir auch. Gut, das ist klar. US-Version, Konfiguration machen wir alles rein. Anbauteile machen wir auch alles rein. Treibpunkt natürlich ja. GPS-System machen wir natürlich auch rein. Dann die Motorenausführungen, definitiv die stärkste. GPS in dem Sinne brauchen wir nicht. Das heißt, den würde ich jetzt erstmal so kaufen. Ist zwar nicht der schnellste, aber Kraft ist hier auf jeden Fall im Vordergrund. Ich möchte auch noch einen zweiten Traktor kaufen, ein bisschen nicht, der nicht zu stark ist, aber auf jeden Fall einen Kalkstreuer ziehen kann. Und da habe ich jetzt hier auch wieder dran gedacht, vielleicht sowas zu nehmen. Einen Magnum Connect wäre eigentlich eine gute Option, so 450 PS, um eben Kalk zu streuen.
Machen wir hier auch die US-Version 3 Punkte, das stimmt. Magnum machen wir auch die stärkste. GPS auch nein. Deswegen kaufen wir den. Das ist der für Kalk. So, jetzt haben wir noch 3,2 Millionen. Und das heißt, wir brauchen jetzt noch den Düngerstreuer. Und zwar nehmen wir natürlich den Bredal, den großen, mit Aufbau, mit Streueinheit. Und dann kaufen wir natürlich auch und machen den auch gleich voll. So, würde sagen, dann setzen wir jetzt an. Füllen den mit Kalk und schicken den zum Feld 300, da kann der nämlich anfangen. Okay, der ist auf seinem Weg. Dann schicken wir auch schon mal einen Drescher darunter, damit der schon anfangen kann. Ach, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich muss den Case nochmal zurückpfeifen, das ist klar, weil der hat noch keinen Kalk drin, das hat ja keinen Sinn. Der soll jetzt nicht gleich losfahren, der soll jetzt noch Kalk holen gehen. So, das ist in Ordnung. Dann kaufen wir hier Kalk. Mal 3.900 Euro. Das lassen wir auf. Und der fährt jetzt tatsächlich zum Feld 300 runter. Dann schicken wir den Big M schon mal zum Feld mit dem Gras. Gras 2. Und schicken auch schon mal einen Abfahrer hin. Und sobald die alle verteilt sind, würde ich sagen, würde ich dann wieder übergehen in die Zeitraffer oder in die Timelapse-Version. Werde dann halt nicht mehr viel zu kommentieren, aber auf jeden Fall so, dass es hoffentlich interessant und unterhaltsam ist für euch. Und hier machen wir so, dass ein Abfahrer das Bunkersilo anliefert und einer die Trocknungsanlage. Dass wir das ein bisschen verteilen können.
Thank you.
Dann schließen wir den Vertrag ab, den Auftrag. Das gibt auch wieder 80.000 und das, was reingekommen ist, das kommt doch auch zugute hier. Sind wir eigentlich wieder auf den 3 Millionen. Kurzzeitig sind wir ein bisschen drunter gerutscht, aber ich glaube, wir müssen noch einiges dann kaufen, was auf uns zukommen wird. Ich denke hier schon nur an Überladewagen für Kartoffel, Zuckerrüben. Dann brauchen wir eine Sämaschine, die brauchen wir auf jeden Fall. Die kostet auch schon fast 700.000, 800.000 Euro. Da kommt noch einiges, was gebraucht wird, um erfolgreich hier sein zu können. Ich würde sagen, ich gehe hier zu meinem Häuschen und würde dann die Schlaffunktion ausführen. Aber dazu mehr im nächsten Kapitel. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, euch gefällt das neue Format. Bitte kommentiert mir doch, was ihr von dem neuen Format haltet. Ein bisschen Timelapse, ein bisschen Geschichte und dann einfach auch wieder mal einfach nur Musik. Dann freue ich mich auf eure Kommentare und bedanke mich ganz herzlich. Ich wünsche einen schönen Tag, Abend oder wann auch immer ihr das anguckt. Ich sage danke, tschüss und hasta luego.